hier die ersten 8 Schritte. Wir machen einen Rockcross vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß über den linken kreuzen, das Gewicht wechseln und zurück. Jetzt kommt ein Chassis nach rechts. Den rechten zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite. Und das Ganze machen wir jetzt spiegelverkehrt. Wir kreuzen den linken Fuß über den rechten, wechseln das Gewicht wieder zurück und zum Schluss das Chassis nach links. Den linken zur Seite, den rechten ran und den linken Fuß wieder links absetzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte sind 2 Jazzbox jeweils mit einer Vierteldrehung nach rechts. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken Fuß etwas nach hinten. Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach rechts, setzen den rechten Fuß nach vorn und den linken Fuß daneben. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und das Ganze wird jetzt noch einmal gemacht. Den rechten Fuß über den linken kreuzen, den linken Fuß etwas nach hinten, den rechten Fuß nach vorn mit einer Vierteldrehung nach rechts und den linken Fuß an den rechten ran. Und zum Schluss ist das Gewicht auf dem linken Fuß. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Wir setzen jetzt die rechte Fußspitze rechts ab. Den rechten Fuß vor den linken absetzen. Die linke Fußspitze nach links. Und den linken Fuß vor den rechten absetzen. Jetzt setzen wir die rechte Fußspitze wieder nach rechts und den rechten Fuß hinter den linken absetzen. Die linke Fußspitze nach links und den linken Fuß hinter den rechten absetzen. Ich zeige diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, aber zuvor wiederholen wir noch einmal alles. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, dabei drehe ich mich auch wieder um. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Wir setzen die rechte Fußspitze rechts ab. Tippen den rechten Fuß neben den linken, setzen den rechten Fuß nach vorn und den linken mit einem Step neben den rechten. Jetzt setzen wir die linke Fußspitze zur Seite. Den linken Fuß mit einem Step wieder neben den rechten, den linken Fuß nach vorn und den rechten Fuß mit einem Step neben den linken. Und das zeige ich noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Dabei drehe ich mich auch wieder um. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt machen wir einen Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln,
wieder zurück und ein Coaster-Step mit rechts. Das heißt, den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß an den rechten Rand und den rechten Fuß ein kleines Stück nach vorn. Jetzt machen wir wieder ein Rock mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und zurück. Und die letzten beiden Schritte ist ein Shuffle mit einem halben Turn links rum. Das heißt, wir setzen jetzt den linken Fuß nach hinten, ziehen den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Und diese Schritte zeige ich jetzt noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ich zeige das noch einmal. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und die letzten acht Schritte. Wir machen jetzt wieder ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und zurück. Jetzt kommt ein Coaster Step mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß an den rechten Rand und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt machen wir wieder ein Rock mit links, den linken Fuß vor den rechten, das Gewicht wechseln und zurück. Und jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach links mit einem Chassis. Das heißt, die Vierteldrehung nach links, den linken Fuß links absetzen, den rechten Fuß ran und den linken Fuß wieder etwas nach links. Und diese letzten Schritte zeige ich noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und der Tanz beginnt jetzt wieder von vorn.